Oktober 1865. Vor der Küste Georgias gerät ein amerikanisches Dampfschiff in die stürmischen Fänge eines gewaltigen Hurrikans. Mit dem Dampfer reißt das entfesselte Meer ein unermessliches Vermögen aus Goldmünzen und Kunstgegenständen in die Tiefe. Rund 140 Jahre später beflügelt die kostbare Fracht am Meeresboden die Fantasie einer Gruppe moderner Schatzsucher. Die Forschung von Schiffswracks in der Tiefsee ist das Spezialgebiet der amerikanischen Firma Odyssey Marine Exploration. Ausgestattet mit neuer Technik haben die erfahrenen Experten eine der teuersten und längsten Schiffssuchen der letzten 100 Jahre in Angriff genommen. Durch Computerberechnungen auf der Basis von Logbüchern, Strömungsmodellen und historischen Berichten über den Sturm können Greg Stemm und seine Mitarbeiter das Suchgebiet eingrenzen. Die SS Republic gilt als eines der wertvollsten Schiffswracks aller Zeiten, das gleichzeitig von höchster archäologischer Bedeutung ist. Die SS Republic war ein Seitenraddampfer, der 1865 unterging. Sie transportierte nicht nur eine umfangreiche Ladung an Goldmünzen, sie weist auch eine ungemein interessante Geschichte auf, einen historischen Hintergrund, der sie von fast allen anderen unserer Projekte unterscheidet. Ursprünglich wurde das Schiff 1853 in Baltimore auf den Namen SS Tennessee getauft. Während des amerikanischen Bürgerkriegs lief sie zunächst unter der Flagge der Konföderierten als gepanzerter Blockadebrecher. Nachdem es dem berühmten Admiral der Nordstaaten, David Farragut, in die Hände fiel, diente es ihm als Flaggschiff. Die neue Generation von Schiffen läutete eine Revolution im Schiffsverkehr ein. Dampfboote stellten damals den neuesten Stand der Technik dar. Der wichtigste Faktor war ihre Geschwindigkeit. Man konnte sich schneller und besser fortbewegen. Für Beförderung von Passagieren und Frachtgut bedeutete das einen immensen Vorteil gegenüber älteren Segelschiffen. Die historische Bedeutung ihres Zielobjektes spornt die Besatzung der Odyssey Explorer genauso an wie die Erwartung auf einen Schatz, wie er noch nie aus den Tiefen des Meeres gehoben wurde. Mehr als 2500 Quadratkilometer Meeresboden haben die Bergungsspezialisten allein in den letzten 2 Jahren mit Tauchrobotern abgescannt. Doch trotz aller detektivischen Vorgehensweise haben sie die SS Republic bisher nicht finden können. Insgesamt 24 Objekte wie ein Handelsschiff aus dem frühen 18. Jahrhundert oder eine moderne Segeljacht kamen den Hightech-Spürhunden ins Visier. Nur die perfekte Funktionsfähigkeit der Sonar- und Magnetometertechnik garantiert die vollständige Erfassung aller Einzelheiten am Meeresboden. Wir hatten ein Problem mit einem der Generatoren. Die Brennstoffversorgung fiel aus und damit der ganze Generator. Wenn so etwas passiert, dann hast du in dem Untersuchungsgebiet ein weißes Loch. Mit dem Versagen des Generators entsteht eine Lücke von rund 4 Quadratkilometern, für die das Bodensonar keine Ergebnisse liefert. Nicht viel angesichts der riesigen Fläche des gesamten Suchgebietes. Dennoch lässt Ernie Tapanis keine weitere Nachlässigkeit zu. Wir waren ein bisschen schlampig und sorglos, deswegen trat der Fehler auf. Okay, sowas kann passieren, aber jetzt dran. Lasst uns die Lücke füllen. Ich glaubte zwar nicht, dass die Republic genau dort in diesem schmalen Streifen liegt. Die Chancen, die Wahrscheinlichkeit für so etwas ist eigentlich zu gering. Das Vorgehen des Suchteams erweist sich als goldrichtig. Die Monitore bringen einen unerwarteten Anblick zutage. Die Form des Objektes erinnert an einen Schiffsrumpf. Und an beiden Seiten scheint ein Schaufelrad zu liegen. Um sich Gewissheit zu verschaffen, lässt Ernie Tapanis einen ferngesteuerten Roboter, ein ROV, zu Wasser. Bei einer Sichtweite von 7,5 Metern liefern die Kameras der Unterwassersonde nur ungenaue Ansichten vom Zielobjekt. Die Spannung im Kontrollraum steigt mit jedem Meter, den sich das ROV vorantastet.
Aus der Dunkelheit taucht ein schemenhaftes Bild auf, genau in dem Bereich, den die Männer der Odyssee fast ausgelassen hätten. Es ist tatsächlich ein Schaufelrad. Wir waren alle extrem aufgeregt. Wir zweifelten noch immer, was, wenn es nicht unser Ziel wäre? Wie hoch standen die Chancen, einen Raddampfer zu finden und dann noch den falschen? Wenn es sich wirklich um die SS Republic handelt, könnte es bedeutsamer als der Fund einer Schatzkiste sein. Das Wrack könnte Licht in eine der dunklen Perioden der amerikanischen Geschichte bringen. Viele Historiker sehen als Hintergrund des amerikanischen Bürgerkriegs nicht die Rassenfrage, sondern die unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen zwischen dem landwirtschaftlich geprägten Süden und dem bereits industrialisierten Norden. Mit Kriegsende im Jahr 1865 gewannen Geld und Gold aus dem Norden Einfluss in den unterlegenen Südstaaten. Die Münzen an Bord waren das Kapital von Yankees, die ihr Glück im Süden suchten. Sicher, wer Geld hatte, sah den Markt vor sich und konnte einige der fruchtbarsten Landstücke Amerikas zu einem Spottpreis erwerben. Es gab eine Aufbruchsstimmung wie im Goldrausch. August 2003. Mit der Entdeckung des Schaufelraddampfers steht für die Crew der Odyssey ein hoher Einsatz auf dem Spiel. Das extrem teure, 80 Meter lange Forschungsschiff Odyssey Explorer ist mit hochmodernem archäologischen Gerät ausgestattet. Das ferngesteuerte Arbeitstauchboot Zeus ist das Herzstück des beeindruckenden Equipments an Bord. Das ROV kann Gegenstände am Meeresboden orten und bergen. Ein Ersatzfahrzeug gibt es nicht. Jede Beschädigung des Unterwasservehikels würde die Expedition um Wochen, wenn nicht gar Monate, zurückwerfen. Die Kameras von Zeus können ein umfassendes fotografisches Abbild der Fundstätte erzeugen, eine archäologische Landkarte. Neben den wissenschaftlichen Aspekten der Mission spielen die kommerziellen Interessen des Bergungsunternehmens eine vorrangige Rolle. Forschung und Ökonomie gehen auf der Explorer eine seltene Symbiose ein. Die Ausgrabung eines Wracks wie diesem ist unter Archäologen aus einigen Gründen umstritten. Sie befürchten, dass die Bergung aus kommerziellen Überlegungen nicht so sorgfältig durchgeführt wird, wie es nötig wäre, um den Fund angemessen einzuordnen. Greg Stamm hofft als Unternehmer natürlich auf einen finanziellen Gewinn der Expedition. Doch der wirtschaftliche Erfolg soll unter wissenschaftlich zweifelsfreien Bedingungen erreicht werden. Es ist eine Versuchung, wenn man sich dem Wrack mit einem ROV samt Ausrüstung nähert, direkt drauf loszugraben. Doch zuerst muss das Fotomosaik und eine komplette Bestandsaufnahme erstellt werden. Wenn wir das nicht tun, verfehlen wir den archäologischen Zweck, alle verfügbaren Informationen zu sichern. Die gesamte Welt der Meeresarchäologie wird jeden Schritt der Bergung mit Argusaugen überwachen und jeden Fehler in der Öffentlichkeit ausschlachten. Gleichzeitig steht Greg Stamm unter dem Druck der Investoren, für die das Unternehmen eine riskante, aber attraktive Geldanlage darstellt. Mit jedem Arbeitstag von Zeus entstehen Kosten von rund $25.000. In mühsamer Kleinarbeit nimmt das Tauchboot in knapp 500 Meter Tiefe Fotos des untergegangenen Schiffs auf und sendet sie über Glasfaserkabel nach oben. Konzentriert steuert die Crew im Kontrollraum Zeus über jeden einzelnen Quadratmeter der Fundstätte. Langsam erscheint ein fast unheimliches Bild. Einzelheiten eines Dampfers aus dem 19. Jahrhundert. Der Dampfkessel? Der Ausgleichsantrieb? Das Ruder? Die Kameras haben inzwischen mehr als 4000 Ansichten geschossen. Eine Bildbearbeitungssoftware fügt sie an Bord zu einem Panorama des untergegangenen Schiffs zusammen. Nun können die wissenschaftlichen Feinarbeiten beginnen.
Zeus hat am Meeresgrund GPS-Sender platziert, die eine genaue Verortung der einzelnen Gegenstände ermöglichen. Noch beruht die Identifizierung des Wracks als SS Republic auf Vermutungen. Die Kameras könnten die Bestätigung liefern. Ein Objekt in der Nähe des Schiffsrumpfs erregt die besondere Aufmerksamkeit des Chefarchäologen Neil Cunningham Dobson. Wir sind noch im Anfangsstadium der Expedition. Beim Abtauchen der Stelle entdeckten wir die Glocke. Sie liegt außerhalb des Wracks auf dem Sand. Wir haben uns entschieden, sie einzuholen. Dann können wir Gewissheit erhalten, ob es sich um die Republic handelt oder nicht. Nun ist vor allem Geduld und Präzision gefragt. Die Greifarme von Zeus zeichnen die Position jedes Gegenstandes exakt auf. 500 Meter weiter oben kontrollieren die ROV-Piloten die Bewegungen des Unterwassergefährts bis in die kleinste Einzelheit. Stunden mühevoller Arbeit vergehen, bis die gewichtige Glocke an Deck gebracht werden kann. Obwohl es bereits 4 Uhr morgens ist, zeigt Neil keine Anzeichen von Müdigkeit. Die Ausmaße der Glocke übertreffen seine Erwartungen. Kann seine Mannschaft Merkmale entdecken, die das Rätsel lüften? Zunächst eröffnen sich keine neuen Hinweise. Doch nach einer ersten Reinigung zeigt sich, die große Bronzeglocke ist mit einem Inschriftenband verziert, auf dem klar die Buchstaben S, S, E, E zu erkennen sind. Die gefundene Glocke trägt, wie üblich, den Namen, auf den das Schiff ursprünglich getauft wurde. Die SS Republic ist zunächst als SS Tennessee gefahren. Aus der Vermutung wird eine unwiderlegbare Tatsache. Als ich hörte, dass die Glocke da war, war es wie ein glasklarer Moment, da wir endlich wussten, es war das richtige Wrack. Oktober 1865, der Hafen von New York. In Aufbruchstimmung haben Passagiere eine Schiffsfahrt nach New Orleans gebucht. Dort warten neues Land und neue Chancen auf sie. Am Ende des Bürgerkriegs dachten viele Nordstaatler, dass ihnen im Süden eine bessere Zukunft winkte. Auf der einen Seite mögen es Leute gewesen sein, die sich dachten, dass man in einem so fruchtbaren, vom Krieg zerrütteten Land schnell zu Geld kommen könnte. Andere meinten, dass in einer derart verwüsteten Gegend, selbst ungeachtet der 200 Jahre währenden Sklaverei, missionarische Arbeit zu leisten sei. Auf einem Schiff damals mögen sich einige hoffnungsvolle Menschen befunden haben. Einer der Passagiere ist der 36-jährige Oberst William T. Nichols aus Vermont. Bei Gettysburg, in der blutigsten Schlacht des Sezessionskriegs, kommandierte er das 14. Infanterieregiment. Als ich aufwuchs, war er für mich nur der große Held des Bürgerkriegs. Jeder sprach von ihm als Oberst William T. Nichols, nicht einfach William Nichols. Mit seiner Frau Thirza hat er 2 Kinder, May und Lucy. Die Kinder von William und Thirza standen im Mittelpunkt ihrer Partnerschaft. Besonders William war in sie vernarrt. Er schwärmte von Spielsachen, die er für sie machen wollte. 6 Tage bevor er an Bord geht, trifft William einen Schicksalsschlag. Seine 8-jährige Tochter May stirbt an Typhus. William schreibt aus New York an Thirza, der Dampfer Republic wird heute um 3 Uhr ablegen. Es wird 8 oder 9 Tage dauern, bis wir New Orleans erreichen, wenn wir eine gute Reise haben. Trotz des tragischen Todes seiner Tochter lässt ihm seine finanzielle Lage keine andere Wahl. Er tritt die Reise in den Süden an. Mit aller Zuneigung und Liebe eines Ehemanns bin ich der Deine, William. Es muss für ihn so schmerzlich gewesen sein. Deshalb war es einfacher zu gehen. Es hat ihm fast das Herz gebrochen. Am 18. Oktober 1865 schifft sich William T. Nichols mit seinem Bruder Henry auf der SS Republic ein.
Der Kriegsheld reist erster Klasse. Die Unterbringung auf dem Schiff ist angenehm. Ich bekam Kabine 13. Nachdem wir unser Gepäck verstaut und es uns so gemütlich wie möglich gemacht hatten, warteten wir geduldig auf das Ablegen. An Bord der Republic befinden sich Geschäftsleute wie William T. Nichols, Familien mit Kindern und ehemalige Armeeoffiziere auf dem Weg zu neuen Posten. Einer von ihnen ist der 37-jährige Captain Charles Sauvignet. Sauvignet war einer der Vorreiter für die Gleichberechtigung der Schwarzen in der Armee der Nordstaaten. In seinen Erinnerungen beschreibt er den Erfolg seiner Bemühungen. Unter Sauvignets Mitwirkung werden die ersten farbigen Regimenter in Dienst gestellt. Seine Dienstzeit dauert länger als die jedes anderen schwarzen Offiziers. Nach seiner Ausmusterung befindet er sich auf dem Weg zu seiner neuen Stellung bei der New Freedmen's Bank in New Orleans. Pünktlich legt die Republic von der Landungsbrücke in Manhattan ab und nimmt Kurs auf. William Nichols schreibt: Sonntag, 22. Oktober. Das Wetter ist herrlich. Alle Passagiere haben prächtige Laune und ihre beste Kleidung angelegt. Die Delfine spielen und umschwirren in ihrer natürlichen Ausgelassenheit das Schiff. Die Explorer hält mit Hilfe moderner Elektronik ihre Liegeposition ohne Verankerung ein, genau über dem Wrack. Die Entdeckung der Schiffsglocke gibt den Männern an Bord des Expeditionsschiffes Auftrieb. Greg Stem ist angereist, um die erste Bergungsphase einzuleiten. Fast der gesamte Rumpf der SS Republic ist mit Sand bedeckt. Doch die Kameras am ROV enthüllen den Blick auf einige Objekte, die an der Oberfläche liegen. Ein roter Gegenstand erregt die besondere Aufmerksamkeit der Spezialisten an den Monitoren. Vorsichtig bläst die Unterwassersonde den Sand um die vasenähnliche Glaskugel frei. Zeus' Greifarm weist eine technische Besonderheit auf, scherzhaft Klette genannt. Als wären es die Saugnäpfe eines stählernen Krakenarmes, zieht das technische Wunderwerk das gläserne Relikt der Vergangenheit sanft in die Höhe. Nach Greg Stems Ansicht erweist sich schon das erste Fundstück als Glückstreffer. Als Zeus zusammen mit der Kugel in einem Korb verstaut nach oben strebt, zeigt seine ausgeklügelte Technik unerwartete Aussetzer. Die Sonde überträgt keine Bilder mehr an das Mutterschiff. Die Stromversorgung ist mit einem Schlag zusammengebrochen. Unkontrolliert treibt der 7 Tonnen schwere Tauchroboter in den Fängen des Golfstroms. Wie der sprichwörtliche seidene Faden verhindert lediglich eine Rettungsleine den Verlust des wichtigen Werkzeugs. Als die Crew versucht, Zeus beizuziehen, treibt die Explorer in den Wellen seitlich ab. Zum Entsetzen Greg Stems prallt das ROV gegen die Schiffswand. Hilflos sieht der Expeditionsleiter das Vehikel unter den Schiffsrumpf und damit in die Nähe der Ruder treiben. Wenn die Steuerflossen die Rettungsleine zerschneiden, verschwindet Zeus in den Fluten des Ozeans. Mit Einbruch der Nacht wird die Lage undurchsichtig und das Risiko eines Fehlschlages wächst. Zu allem Unglück zeigt sich auch das Wetter unbarmherzig. Ein Gewitter treibt die angespannte Ratlosigkeit des Teams in die Höhe. Niemand hat einen derartigen Totalausfall des ROVs voraussehen können. Erst 24 Stunden nach dem Stromverlust gelingt es den Männern an der Reling, das Tauchboot zu sichern und an Deck zu hieven. Greg Stem ist erleichtert, dass die gefährliche Situation überstanden ist. Zeit für eine Bestandsaufnahme.
Niemand hat sich verletzt. Die Rettungsaktion konnte gerade noch rechtzeitig beendet werden, denn die Rettungsleine hatte sich schon um einen der Schiffspropeller gewunden. Die ersten geborgenen Fundstücke hat das Team bereits abgeschrieben. Doch gegen alle Wahrscheinlichkeit ist die rote Glaskugel unversehrt. Die seltene Glaslampe präsentiert sich in voller Schönheit. Von einem Moment zum anderen wechselt die Stimmung der Schatzsucher. Die Freude ist groß. Wenn selbst ein so zerbrechliches Gut den Untergang der SS Republic überlebt hat, warum sollten nicht auch andere Alltagsutensilien an Bord unbeschädigt davongekommen sein? Die SS Republic fährt ihrem Schicksal entgegen. William Nichols schreibt: Montag, 23. Oktober. Um 9 Uhr morgens kommt ein Wind auf, der über den Tag immer stärker wird. Beim Essen um 2 Uhr nachmittags rutscht das Geschirr vom Tisch. Das Schiff beginnt gegen das Wetter anzukämpfen. Alle Maschinen bringen höchste Leistung, um der Urgewalt des Sturms zu entkommen und Kurs zu halten. Doch Wind und Wellen verstärken sich erbarmungslos von Minute zu Minute. Der Kapitän gibt Anweisung, alle beweglichen Gegenstände festzuzurren. Unter Deck ahnt Charles Souvenet wie die meisten Passagiere, dass der Kampf gegen das Unwetter auf Messerschneide steht. Doch niemand befürchtet, dass die Natur noch längst nicht erschöpft ist. Der Sturm steigert sich zum Hurrikan. Im Zentrum des gigantischen Unwetters droht dem Kapitän und seiner Mannschaft, die Kontrolle über das Schiff zu entgleiten. Kapitän Edward Young, ein englischer Einwanderer, ist ernstlich beunruhigt. 23. Oktober vor Savannah. 22 Faden, 10 Meter Wassertiefe. Der Wind bläst heftig von Ost-Nordost und schwillt noch vor der Nacht zu einem Bilderbuch-Hurrikan an. Young kämpft schon bald verzweifelt um das Leben der 59 Passagiere und 32 Besatzungsmitglieder. Über der Odyssey Explorer breitet sich eine ruhige Nacht aus. 7 Tage sind seit der Entdeckung des untergegangenen Raddampfers vergangen. Über 2500 Quadratmeter der Fundstätte hat die Crew seitdem kartografiert. Das Tauchboot hat bereits einige Bruchstücke der SS Republic an Bord bringen können. Doch erst nach umfangreichen Testserien will die Expeditionsleitung die vollständige Schiffsbergung in Angriff nehmen. Am Abend des 5. November ist die Vorbereitungsphase noch immer in vollem Gang. Ernie und ich saßen da, schon etwas müde. Wir unterhielten uns über ganz andere Dinge, als der AOV-Controller vorschlug, das Grabungsgerät an irgendeiner Stelle auszuprobieren. Ich sagte, die sandige Fläche in der Nähe des Ruders wäre ein geeigneter Ort dafür. Ich war im Kontrollraum und beobachtete die Monitore. Wir starteten gerade mit dem Absaugen des Sands. Urplötzlich blitzt am Meeresboden ein Gegenstand auf. Wir waren sehr überrascht. Alle starrten auf den Bildschirm. Nein, es kann keine Goldmünze sein. Mit jedem Sandkorn, das verschwindet, wird aus der Hoffnung schimmernde Realität. Oh mein Gott, es ist ein Coin. Das erste Goldstück bleibt keine Eintagsfliege. Die Schatzsucher der Odyssey Marine Exploration aus Florida sind tatsächlich auf den Goldschatz der SS Republic gestoßen. Noch ungläubig, aber erwartungsfroh verfolgt das Suchteam jede Aktion des fleißigen Münzensammlers. Ernie Tapanes genießt mit seinen Kollegen den plötzlichen Erfolg. Nach 12 Jahren aufwendiger Suche haben sich die Anstrengungen gelohnt. Nach aktuellen Schätzungen beträgt der Wert des Goldschatzes etwa 150 Millionen Dollar.
Als wir ungefähr 7 Münzen hatten, konnten wir die nächsten sehen. Ich dachte, oh mein Gott, da sind sie wirklich. Bei aller Freude weiß jeder Mitarbeiter an Bord, dass ihnen noch mühevolle Kleinarbeit bevorsteht. Die Strömung und der rutschende Sand drohen, die Münzen wieder zu bedecken. Neil Cunningham Dobson erkennt die Schwierigkeit, die Geldstücke zu bergen. Das Tauchboot kann die Stücke orten und freilegen. Doch wie lassen sich die einzelnen glänzenden Fundstücke nach oben bringen? Der erfahrene Archäologe greift zur Improvisation. Ein Nachttopf aus der Hinterlassenschaft des havarierten Dampfers wird zum Behälter umfunktioniert. Der Greifarm des ROVs zieht mit der Ansaugvorrichtung die erste Münze aus dem Sand. An Bord muss der Pilot die Aktion millimetergenau steuern. Okay, it's in. Nice. Doch Zeus leistet sich einen Fehlwurf. Die Münze fällt neben dem Topf in den Sand. Die Mannschaft lässt sich nicht beirren. Stück für Stück landen die Golddollar in einem 140 Jahre alten Nachtgeschirr. Der Tauchroboter spürt unablässig neue Teile auf, die einst den Passagieren der SS Republic zu neuem Glück verhelfen sollten. Am Morgen hat Zeus den ersten Teil der Mission erfolgreich abgeschlossen. Neil nimmt die wertvolle Ladung in Empfang und kann den Fund erstmals aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. Die Bilanz der nächtlichen Aktion: 28 $10 und 47 $20 Münzen. Ich glaube nicht, dass ich die Nacht jemals vergessen werde. Ich werde es meinen Kindern erzählen und sie anderen Menschen. Und sie werden es nicht glauben. Greg und sein Partner John Morris haben sich nach den Nachrichten vom Bergungsschiff sofort auf den Weg gemacht, um sich persönlich vom unerwarteten Glücksgriff zu überzeugen. 1865. Die Gravur mit der Jahreszahl beseitigt auch die letzten Zweifel. Die Münzen datieren eindeutig aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Und keine von ihnen ist jünger als 1865. In den nächsten Tagen stößt die Unterwassersonde auf Tausende von weiteren Geldstücken. Ein Teppich aus Gold rollt sich vor den Augen der Schatzsucher auf. Der Transport an Bord der Explorer stellt besondere Ansprüche an die Geschicklichkeit aller Beteiligten. Denn nur die Unversehrtheit der Münzen garantiert den besten Preis. Wie normale Heimwerker machen sich die Teammitglieder an die Arbeit und stellen aus einfachen Plastikschüsseln Siebe her. Die Preziosen sollen vor Kratzern bewahrt werden. Gewöhnliche Haushaltsgegenstände stellen nicht gerade den neuesten Stand der Technik dar. Für die Bergungsaktion scheinen sie die ideale Lösung. Kann die ungewöhnliche Ausrüstung ihre Aufgabe meistern? Die Behälter erhalten eine Füllung mit Gel, das sonst für die Aufzucht von Pflanzen verwendet wird. Greg Stem hofft, dass die gallertartige Masse die Geldstücke beim Hochhieven vor Schäden schützt. Doch die Rechnung geht nicht auf. Das Gel löst sich im Wasser auf. Stattdessen dringen Sandkörner in die Siebe, was die Wahrscheinlichkeit von Kratzern erhöht. Greg hat einen Alternativplan zurechtgelegt. Zwischen die Münzen platziert er kleine weiche Kunststoffscheiben. Doch in 500 Meter Tiefe dürfte es zu schwierig sein, die Teile exakt zu sortieren. Vielleicht liegt die optimale Lösung in der Verwendung von Pflanzenöl. Das neue Verfahren ist viel besser für die Münzen, das weiß ich. Wir müssen es nur weiterentwickeln, bis wir das passende System gefunden haben. Mit der ungewöhnlichen Bergungsmethode gelingt es Zeus, täglich hunderte Münzen in die Höhe zu befördern. Die Ausbeute wird immer beeindruckender. Nach 2 Monaten ist die Zahl der geborgenen Dollarstücke auf mehr als 17.000 angewachsen.
Der Fortgang der Arbeiten stellt die Explorer-Crew mehr als zufrieden. Für Greg Stamm, den Initiator der spektakulären Schatzsuche, geht ein Traum in Erfüllung. That is such an amazing sight. Wow! Wissen Sie, es gibt Menschen, die ein ganzes Leben auf so etwas warten. Und sie werden es nie zu Gesicht bekommen. Aber wir können es. Nach sorgfältiger Konservierung kann der Wert jeder einzelnen Münze bestimmt werden. Die Preisspanne reicht von 1.000 bis zu einer halben Million Dollar für das schönste Stück. Im Februar 2004 zieht die Besatzung eine vorläufige Bilanz. Im Verlauf der Arbeiten gelangten 51.000 Gold- und Silbermünzen an Bord der Odyssey Explorer. Rund 75% der wertvollen Ladung liegt noch immer auf dem Meeresgrund. Der Kapitän der Republic beziffert die Geldvorräte damals auf eine Gesamtsumme von 400.000 Dollar. 24. Oktober 1865, gegen 4 Uhr nachmittags. 7 Tage nach dem Beginn der Seereise erfüllt sich das tragische Schicksal des Schaufelraddampfers. Die Passagiere und die Besatzung sind rechtzeitig in die Beiboote geflüchtet. Ihr Hab und Gut mussten sie an Bord lassen. Im mächtigen Schiffsrumpf der SS Republic sinken die goldenen Träume vieler Menschen auf den Grund des Atlantiks. Wie ein Mahnmal ragt vom Meeresgrund die Ausgleichsmaschine des Dampfantriebs fast 10 Meter in die Höhe. In den letzten Augenblicken der SS Republic hat sich das mehr als 100 Tonnen schwere Gerät in den Boden gebohrt. Handelsgüter liegen weit verstreut an der Stätte des Schiffsunterganges, der noch 140 Jahre später die Nachfahren beschäftigt. Kisten, Kämme, Gabeln, Reliquien, Medizinfläschchen erlauben einen Blick in das amerikanische Alltagsleben nach einem zerstörerischen Krieg. Das ganze Spektrum ist hier. Als würde man ein Kaufhaus ins Meer verfrachten, um es dann aus allen Schichten zu rekonstruieren. Alles auf dem Schiff, die Münzen, die Fracht, sind kleine Kunstwerke. Und jedes Stück erzählt eine Geschichte. Man kann sie förmlich riechen. Die Blockade der Nordstaaten brachte den Handel in den Süden völlig zum Erliegen. Die Sehnsucht nach Befriedigung der Grundbedürfnisse spiegelt sich in den Relikten wider. Die alltäglichen Wunschträume normaler Menschen erwuchsen weniger aus den Kriegswirren, denn aus Jahrhunderten der Unfreiheit. Während der Sklaverei bestimmte der Plantagenbesitzer alles, auch die Kleidung der Sklaven, und versorgte sie mit Essen, sparsam, wie er es für angemessen hielt. Doch mit der Freilassung gehörte dies der Vergangenheit an. Die Menschen arbeiteten nun für Lohn, kauften ihr eigenes Essen, ihre eigene Medizin. Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, sich zu kleiden, wie es einem gefällt, oder Stoff für ein Kleid zu kaufen, oder einen geliebten Menschen zu beschenken. Solche Annehmlichkeiten waren die ersten Merkmale der Freiheit. Auf den Plantagen entstanden die ersten Geschäfte. Neue Wege prägten den Handel in den Südstaaten. Der Verkauf von Waren an freigelassene Sklaven florierte. Die Hinterlassenschaft der Republic bringt auch andere, geistige Neigungen ans Licht. Religiöse Gegenstände zeugen von der Frömmigkeit früherer Zeiten. Die Besatzungstruppen aus dem Norden prangerten die katholische Unterstützung der Südstaaten in New Orleans an. Die kirchlichen Symbole aus der geborgenen Schiffsladung wären in Louisiana höchst willkommen gewesen. Neben den Münzen fand das Ausgrabungsteam 13.000 weitere Gegenstände wie Flaschen, Geschirr oder Bestecke.
gewissenhaft gekennzeichnet, werden die Fundstücke zur Konservierung ins Labor geschickt. Dr. Jill Karen Jakubik gilt als Expertin für Alltagsgegenstände des 19. Jahrhunderts. Ihr besonderes Interesse gilt den vielfältigen Heilmitteln und Medikamenten, die für das von Krankheitswellen geplagte New Orleans ein Segen gewesen wären. Hier handelt es sich um eine Flasche Hostetter's Bitter, damals eine gängige Medizin. Tatsächlich verteilte die Unionsarmee das Getränk an ihre Soldaten, um sie vor den verschiedenen Krankheiten in New Orleans zu schützen. Es wurde in den Salons angeboten. Schließlich war es 88%iger Alkohol. Es sollte Krankheiten abhalten. Na, jedenfalls sorgte es für einen ordentlichen Rausch. Alkohol kam auch als Konservierungsmittel für eingelegte Früchte zum Einsatz. Die Wirksamkeit der Methode wird durch das noch immer frische Aussehen der Einwegfrüchte unterstrichen. Die Arbeit des Labors bestätigt Greg in seiner Ansicht, dass Wissenschaft und Kommerz gleichberechtigt betrieben werden können. Bei der Republic haben wir etwa 3 bis 4 Millionen Dollar ausgegeben, um die Objekte einzusammeln, die Fundstellen exakt festzuhalten und sie behutsam zu konservieren. Als wir mit diesem Geschäft begannen, hatten wir einen Grundsatz. Egal wie viel es kostet, wir wollen saubere archäologische Arbeit abliefern. Die kommerzielle Ausschlachtung von Schiffswracks hat in der Vergangenheit zu harten Auseinandersetzungen geführt. Traditionell sehen Archäologen ein Wrack immer im Paket, als Ganzes. Jedes kleine Einzelteil dient dem Verständnis der ganzen Geschichte. Es hat viele Bergungskampagnen gegeben, denen es um den Gewinn aus der Fracht oder der Teilfracht ging. Archäologisch wichtiges Material dagegen wurde zurückgelassen. Odyssey Exploration verfolgt eine klare Linie. Die Firmeneigner streben einen Verkauf der Münzen und zahlreicher Gegenstände an. Anders als viele unrühmliche Vorbilder haben die Firmenchefs im Fall der Republic alle wissenschaftlichen Daten öffentlich verfügbar gemacht. Erst die vollständige Publikation der Ergebnisse aber wird die Kritiker zum Verstummen bringen. Auch vom ökonomischen Standpunkt aus steht das Unternehmen vor einer wegweisenden Entscheidung. Der Wert der bereits geborgenen Gold- und Silbermünzen der SS Republic hat im Juni 2004 schon die Marke von 75 Millionen Dollar erreicht. Doch plötzlich scheint die Quelle am Meeresboden zu versiegen. Die Tauchroboter spüren keine weiteren historischen Geldstücke mehr auf. Die Odyssey hat lediglich ein Viertel der in den Bordbüchern überlieferten Geldsumme geborgen. Der Verbleib der übrigen Münzen ist rätselhaft. Bislang sind die Fundstücke alle in der Nähe des Ruders aufgetaucht. Greg Stem glaubt fest, dass der Rest des Schatzes noch in den übrigen Teilen des Wracks ruht. Wir haben 3/4 des Wracks durchsucht. Wir glauben, dass der fehlende Barbestand irgendwo da unten liegt. Wir werden jede Spur verfolgen, sorgfältig ausgraben. Und wenn wir im Wrack nichts finden, gibt es noch ein Trümmerfeld, das sich über Kilometer erstreckt. Bei der Suche werden ständig andere Schätze entdeckt, die bewegende historische Zusammenhänge aus dem Leben der geretteten Passagiere preisgeben. Die Vergangenheit der Familie mit eigenen Händen zu berühren, geht der Ururenkelin von William T. Nichols sehr nahe. Plastisch erzählen die Fundstücke der Republic Geschichten einer versunkenen Epoche. Wir glauben, dass alle diese Dinge den Menschen an Bord gehörten. Im ersten Augenblick sieht das wie eine nähende Frau mit ihren lesenden Kindern aus. Wenn man es öffnet, ist es ein Tintenfass mit Feder. Es könnte das Schreibgerät einer Frau gewesen sein. Die Faszination der wunderschön gearbeiteten Stücke hat die letzten 140 Jahre unbeschädigt überdauert. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr Ururgroßvater diese Sachen gesehen hat. Vielleicht gehörten sie ihm sogar. Ein Gegenstand von Thurser erregt besondere Aufmerksamkeit. Es gibt da etwas, von dem wir wissen, dass er es bei sich trug.
Mays Medaillon. Er hatte es gegen den Durst im Mund. Innen ist ein Bild von Thurza, ihrer Mutter. Bis zur Entdeckung des Wracks wussten wir nicht, dass William das Medaillon mit an Bord hatte, dass es seiner Tochter May gehörte und so sehr mit unserer Familie verbunden ist. Sonst wäre es nur ein schönes Erbstück, ohne dass wir Zusammenhänge wüssten. Es ist schwer, mein Gefühl zu beschreiben. Thank you so much for bringing this. Aus Charleston ist ein Abschiedsbrief von William T. Nichols überliefert. Mit rührenden Worten beschreibt Nichols, wie er auf der SS Republic nur knapp dem Tod entrinnen konnte. William sah seine Frau nie wieder. Sie starb Tage nach dem Untergang und der Rettung ihres Mannes an Typhus. Das Gold der Republic hat die Fantasie vieler Menschen angeregt und den Traum vom großen Glück zu neuem Leben erweckt. Der Münzschatz konnte aus den Tiefen des Meeres geborgen werden und mit ihm die Hoffnungen und Erwartungen der Menschen einer untergegangenen Epoche. Vielleicht liegt darin das wahre Vermächtnis der SS Republic. Thank you.